Die richtige Gebärdensprache lernen mit diesem Weg. Die meisten Menschen haben so, ja, das Ziel, die Gebärdensprache zu lernen, aber irgendwie klappt es nicht. Und in den meisten Fällen liegt es einfach daran, dass man denkt so, okay, ich möchte gerne Gebärdensprache lernen, also google ich mal ein bisschen und schaue, wie gibt es da für Möglichkeiten, die Gebärdensprache zu lernen, welche Möglichkeiten gibt es da, was kann man da alles tun? Und dann sieht man da online ein paar Gebärden und dann fängt man halt einfach an, diese Gebärden zu lernen. Problem bei dieser ganzen Geschichte ist, es gibt weltweit ungefähr 300 Gebärdensprachen und wenn man das nicht so wirklich gut einschätzen kann oder wenn man das gar nicht erst weiß, dann kann es halt wirklich passieren, dass man aus Versehen die falsche Gebärdensprache lernt. Und ich kann halt aus meiner eigenen Erfahrung berichten, dass es genug Menschen gab, die aus Versehen die schweizerdeutsche Gebärdensprache gelernt haben, die italienische Gebärdensprache gelernt haben oder sogar die französische Gebärdensprache, was überraschend schnell geht, wenn man nicht so wirklich die Gesten einer bestimmten Region zuordnen kann. Aber warum ist es überhaupt so, dass das passieren kann, dass man so verschiedene Sachen hat? Und im Prinzip ist die Basis des Ganzen einfach, dass du dich natürlich nicht mit Gebärdensprache auskennst, dass du die Gebärden gar nicht kennst und das auch überhaupt nicht einordnen kannst. Kommt die Gebärde jetzt aus der Gebärdensprache oder aus der Gebärdensprache? Und warum gibt es jetzt überhaupt diese Unterschiede? Ist das nicht das Gleiche? Und so weiter und so fort. Also einfach, dass du dich gar nicht so gut mit diesen Sachen auskennst. Und wenn du dann googelst und du siehst dann ein Video und du versuchst dann die Gebärden nachzumachen und dann siehst du ein anderes Video und du siehst dann nochmal ganz andere Gebärden und du versuchst dann diese Gebärden dann nachzumachen und zu verinnerlichen, dann kann es halt wirklich sein, dass du vielleicht sogar verschiedene Gebärden aus verschiedenen Gebärdensprachen lernst und dann so ein Mischmatsch aus verschiedenen Gebärdensprachen hast, statt eine vernünftige Sache aus einer Gebärdensprache dann wirklich zu lernen. Andersherum funktioniert es natürlich auch, wenn du schon Gebärden gelernt hast und Gebärdensprache schon ein bisschen verstehst, dann kann es halt wirklich sein, dass du dir ein Video anschaust und versuchst, das zu verstehen, aber du verstehst halt so gar nicht und wunderst dich dann so, warum verstehe ich jetzt hier nicht? Bin ich einfach nicht gut genug, um das zu verstehen oder gibt es vielleicht andere Gründe? Es ist tatsächlich einer Kundin von mir schon mal passiert, dass sie aus Versehen sich ein Video angeschaut hat in der schweizerdeutschen Gebärdensprache und sich gewundert hat, warum versteht sie das einfach nicht? Und erst als ich ihr gesagt habe, so, falsche Gebärdensprache, ist das dann klarer geworden. Und deswegen ist es zum Beispiel auch so, dass ich in meinem Training auch eine extra Liste anbiete, mitgebe, damit man sofort dann auch Quellen in der deutschen Gebärdensprache hat und nicht aus Versehen etwas aus der falschen Gebärdensprache sich anschaut. Was ist jetzt die Lösung des Ganzen? Das ist eigentlich relativ einfach. Im Prinzip fokussierst du dich darauf, eine Gebärdensprache zu lernen. Wenn die Gebärdensprache sogar verschiedene Dialekte hat, fokussierst du dich sogar im Idealfall darauf, eine Dialektvariation erstmal zu lernen, damit du eine gute Basis hast, eine Basis hast, mit der du dann auch wirklich arbeiten kannst und dann auch wirklich die Sprache im Gespräch benutzen kannst. Und wenn du diese Basis hast, und die Gebärdensprache so gelernt hast, dass du weißt, ich habe das von einer sicheren Quelle gelernt, ich habe das von einer Quelle gelernt, die richtige Gebärdensprache auch für mich dann vermittelt, dann kannst du dann später, wenn du dich dann wirklich unterhalten kannst und normale Gespräche führen kannst, dann kannst du automatisch dann andere Dialektvariationen reinnehmen oder du kannst sogar später ein Experiment machen, dass du einen Ausflug machen willst in Richtung International Science, dass du dich dann auch international mit gehörlosen Menschen unterhalten kannst. Aber die Grundlage für International Science ist immer eine nationale Gebärdensprache und da du wahrscheinlich in Deutschland lebst, würde ich dir tendenziell sogar empfehlen, dass du dann die deutsche Gebärdensprache lernst, wenn du in Luxemburg lebst, ist es wahrscheinlich auch die deutsche Gebärdensprache, die du dann lernen solltest, sodass du dann auch wirklich in einer Gebärdensprache dich vernünftig unterhalten kannst. Und ich habe es gerade schon ein bisschen angedeutet, in meinem Training ist es wirklich so, dass ich eine Liste mitgebe, wo man ja sich sicher sein kann, dass es definitiv die deutsche Gebärdensprache ist. Im Prinzip ist das der große Vorteil von einem vernünftigen Online-Gebärdensprachtraining. Das heißt, du hast definitiv die Sicherheit, dass du die deutsche Gebärdensprache lernst und nicht aus Versehen irgendwelche anderen Gebärden lernst. Du hast definitiv die Sicherheit, welche Gebärden du jetzt als nächstes lernen solltest und nicht diese ständige Unsicherheit, ist das jetzt richtig oder doch nicht richtig und was soll ich jetzt als nächstes lernen? Und letztendlich hast du dann eine Liste, wie gesagt, mit geprüften Videos, wo du dir sicher sein kannst, dass es die deutsche Gebärdensprache ist. Und du hast dann auch die Möglichkeit, zum Beispiel in Zoom, im Videochat,
dann mit mir zu interagieren und ich sehe dann, ob die Gebärden so richtig sind und kann dir dann auch Feedback geben. Und das ist ein Riesenvorteil im Vergleich zu allen möglichen Apps oder Online-Selbstlernprogrammen, die es da draußen gibt, dass du da wirklich im 1:1, so wie jetzt gerade im Gespräch, dann auch Feedback bekommst zu deinen individuellen Gebärden. Und nur durch dieses Feedback kannst du dann diese Unsicherheiten rausnehmen und dieses Selbstvertrauen dann auch aufbauen, die Sprache dann im Alltag zu benutzen. Und das ist letztendlich das, worauf wir ja die ganze Zeit hinarbeiten, dass du dann auch dich wirklich ganz normal im Gespräch verständigen kannst. Und wenn das gerade interessant für dich ist und du dich wirklich in der Gebärdensprache unterhalten können willst, dann melde dich einfach gerne unter www.heikoburak.de und ich freue mich darauf, mit dir persönlich zu sprechen über deine aktuelle Situation und was du eigentlich gerne alles mit der Gebärdensprache machen möchtest. In diesem Sinne, melde dich gerne unter www.heikoburak.de und ich freue mich darauf, mit dir persönlich zu sprechen. Bis zum nächsten Video.